In diesem Level haben wir eine Zeit von 1:36:29 für das Platin-Relikt. Spring mal rein. Ja, ab hier wird's professionell. Also dieses Level ist nicht einfach zu schaffen. Da musst du auf jeden Fall ein bisschen schwitzen. Schau, dass du immer in Bewegung bleibst. Musst einfach deine Angst überwinden. Und diese Kistenschläge, die sind halt nicht ohne, diese in der Mitte treffen. Ja, das muss man wirklich üben, weil bei vielen Zeitrennen, also bei diesen Zeitherausforderungen, gibt's halt diese Kisten und das muss man halt einfach beherrschen. Ansonsten gewöhn dir halt ab diesem Level an, einfach zu rennen und zu reagieren. Also wirklich nicht überlegen, nicht irgendwie stoppen, sondern renn, stirb dann irgendwo, dann kannst du schon mal bis dahin wenigstens rennen. Schau natürlich, dass du die gelben Kisten alle einsammelst. Und dann, wenn du, sagen wir mal, irgendwo gestorben bist, dann spielst du wieder ein bisschen weiter. Dann kannst du ein bisschen weiter spielen. Dann hast du das schon mal drin in deiner Muscle Memory. Und so gehst du einfach Stück für Stück. Aber wichtig ist halt einfach, bleib nicht stehen. Renn einfach und versuch einfach zu reagieren. Und versuch wirklich schnell durchs Level zu kommen. Das muss man sich wirklich trauen, weil viele Leute trauen sich das nicht zu. Das ist auch bei Resident Evil, sehe ich das oft. Die Menschen trauen sich nicht an den Zombies vorbeizurennen. Hier auf jeden Fall runterspringen, spart ein bisschen Zeit. Trauen sich nicht an den Zombies vorbeizurennen und erschießen alle, statt gut auszuweichen. Und man muss einfach bei solchen Jump'n'Runs, da muss man einfach auch mal sterben. Ja, da muss man wirklich das Ganze sich eintrainieren in die Muscle Memory. Und locker bleiben, ja. Also bei mir ist das halt immer so, ich zock halt so lange, solche Games, auch Donkey Kong und so weiter, bis ich wirklich alles auswendig kann. Weil dann wird das vom Unterbewusstsein abgerufen. So, hier springen wir hier durch. Muss man halt die Reihenfolge hier merken. Und das eine würde ich kaputt machen, weil das war Zeit. Und schon haben wir das Level. Weil wie gesagt, das muss ins Unterbewusstsein, das muss wirklich drin sein und nicht rennen. Du kennst die Karte nicht, dann reagierst du, sondern du trainierst, stirbst, machst weiter, stirbst und so bist du dann wirklich alles im Unterbewusstsein hast. Also wir sehen uns in weiteren Videos, abonniert den Kanal, hau rein!